Folgerios zusammen, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Train Simulator. Train Simulator. Hagen Fintrop. Add-on, DLC, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich bin Balui und freut mich, dass ihr mit dabei seid. Wir müssen heute Leute nach Lettmate fahren. Und ich habe gerade keine Ahnung, wie der Stand der Dinge ist. Beim letzten Mal war das ja nicht so erfolgreich. Das ist die falsche Seite. Da steigen keine Leute ein und aus. Aber wir wollen da heute mal hinfahren und uns auch mal ein bisschen die Landschaft angucken. Weil wir wollen ja das auch schaffen. Also hier ist irgendwie um diese Uhrzeit ist halt echt tote Hose. Jetzt Zeit, bis um 7.34 Uhr in Lettmate anzukommen. Wir müssen mal fix gucken, ob alles da ist. Fahrend, Spitzenbeleuchtung ist an. Das heißt, der Zug wurde für uns schon perfekt vorbereitet. Einzige, was mich wundert, ist, dass da noch rot ist. Aber vielleicht gilt das ja gar nicht für uns. Wir gucken mal. Haben wir denn den Kompressor? Weiß ich nicht, wofür ich den brauche. Das brauche ich auch nicht. Ist der denn schon der Stromabheber? Ist der denn schon gehoben? Anheben. MCB, was für ein Ding? Das ist bestimmt der auch Strom. Oberleitungsstrom. Start. Ah, so haben wir den angemacht. Gut, wir wollen natürlich vorwärts fahren. Gucken, was es noch hier so zu tun gibt. Ich bin nicht ganz sicher, was die richtige Reihenfolge ist, um so einen Zug zu starten. Ich hoffe aber, das war bisher alles richtig. Ich muss mal die Bremse lösen. Das haben wir beim letzten Mal gelernt. So. Einmal bitte mir die Bremse geben. Löst sich jetzt von alleine. Ich habe, also wie gesagt, dem ich mal zugeguckt habe, der hat erst einmal komplett in beide Richtungen gemacht und dann war gut. Das ist noch die direkte Bremse. Wir wollen natürlich alle Türen zu haben, nicht, dass da irgendwas passiert. Das High-Beam-Indikator, noch irgendwas. Ich würde gerne zoomen können, aber ich weiß nicht wie. Das ist fahr nicht, das ist einfach nur Signal fahren, das ist richtig, Bremse ist gelöst. Wagenbeleuchtung, Sandsteuer. Wo ist denn hier die Oberleitung? Oberleitungssteuerung, habe ich da auch irgendwie Stromabnehmer, aber das haben wir schon gemacht. Irgendwo gibt es auch Automatik, aber finde ich nicht. Gut, also theoretisch ist alles startklar, nur dass wir noch ein rotes Signal haben. Darf ich jetzt hier keine Strecke verfügbar? Ich würde halt gerne losfahren, Leute. Hallo? Worauf warte ich denn jetzt noch? Wir setzen uns mal vorsichtig in Bewegung. Vielleicht kriegen wir ja grünes Licht. Nee, mein Zug doch, er fährt. Eigentlich müsste ich doch fahren. Wir müssen ja erst um 7.34 Uhr in Lettmatte ankommen. Deswegen, keine Ahnung, auf was ich warten muss, dass ich grünes Licht kriege. Vielleicht habe ich ja irgendwas vergessen. Das ist Helligkeit vom Display. Das ist nur die Steuerung. Freunde, ich würde gerne hier rausfahren. Könntet ihr mich rauslassen? Das wäre super. Das wäre genau das, was ich jetzt wollte. Losfahren. Ein rotes Signal ist nicht so schön. Ja? Ja, ich weiß, kann euch jetzt diese Zugbezeichnung von diesem Zug auch leider nicht nennen. Ich weiß, es ist dieser Doppeldeckerzug. Den sieht man immer mal wieder, aber kriege ich grünes Licht gleich vielleicht? Irgendwas habe ich bestimmt vergessen. Ja, das ist nicht so optimal hier, dass das noch rot ist. Irgendwie hätte ich gerne grünes Licht, Leute. Grünes Licht, bitte. Hallo? Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß nicht, irgendwas habe ich vergessen. Rangiersteuerung. PZB. Leute, hallo? Ist die falsche Uhrzeit, oder was? Muss ich erst noch eine Durchsage machen. Hallo, ihr Zugführer. Ich bin Balui und wir müssen fahren. Kann ich hier noch was einstellen? Destination Next. Wartet mal. Ich würde gerne Destination Service pressed. Cool, da kann man ja viel einstellen. Hallo? Grünes Licht für Balui, bitte. Okay. Was mache ich falsch? Darf ich nicht fahren? Habe ich irgendwas missverstanden? Wollt ihr nicht, dass ich losfahre? Ist der Zug irgendwie noch kaputt oder so? Soll ich das Licht von Hand umstellen? Würdest du mir bitte grün geben? Kampf mit dem Licht. Ich nenne die Folge Kampf mit dem Licht.
an einem Ort anhalten. Ich muss in Lettmarte um 7.34 Uhr sein. Würdet ihr mich jetzt mal bitte losfahren lassen? Weil wenn ich jetzt einfach über Rot fahre, das hatten wir beim letzten Mal, dann ist das Szenario beendet. Das will ich nicht. Wieso kriege ich keinen Grün? Das ist fies. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas nicht gemacht? Erlaubnis zum Überfahren. Hallo? Keine Strecke verfügbar. Gib mir doch grünes Licht. Irgendwas mache ich falsch. Ich guck mal eben, was man da machen muss. Cool, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gerade die Aufnahme gestoppt und dann steht da jetzt grünes Licht. Ja, cool. So, dann würde ich sagen, fahren wir los. Auf geht's. Da oben ist ein K drüber. Ich habe keine... Ich habe die Bremse noch drin. Entschuldigung. Da haben wir ein K drüber. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. So, können wir jetzt fahren, bitte? Ja, jetzt geht's los. Diese grünen Lichter, weiß ich, heißt freie Fahrt. Das ist nicht so schwierig, sich zu merken. Wir dürfen 40 km/h fahren. Das ist schon mal ganz nett, dass es hier im Spiel in so einem Overlay angezeigt wird. Man kann es aber auch anhand der Schilder erkennen. So, wir fahren aus dem Bahnhof raus. Da natürlich ein bisschen vorsichtiger. Und jetzt heißt es erstmal rüber in das tiefe Sauerland. Ja, ich weiß gar nicht, ist Finntrop noch Sauerland? Aber es geht auf jeden Fall tief ins waldige Gebiet rein. Nach Iserlohn und Co. Das ist einfach... Ich hoffe, dass das eine coole Strecke ist. Wir können natürlich auch Außenansicht machen. Wir können uns das Ganze hier außen angucken. Dann sehen wir nochmal den Hagener Bahnhof. Ist da der erste Entfernung, wie er verschwindet. Interessantes Gebäude. Ja. Ich finde es halt immer noch einen sehr hässlichen Bahnhof, leider. Also. Und da sieht man jetzt schon überall die Berge rundherum. Es liegt halt ein bisschen so im... Nicht im Sauerland, das ist falsch. Das ist Siegerland natürlich schon fast, wo wir hinfahren. Dass ich irgendwen beleidige. So, jetzt bei dem Stromzug ist es so, ich stelle einmal so eine Leistung an, wie viel er nutzen soll, und dann stelle ich den auf neutral und dann bleibt die Energie einfach erhalten. So, da unten ist eine 10. Ich habe keine Ahnung, was heißt 10 Minuten, 10 Meter geht es nach links oder was? Wahrscheinlich. Irgendwo kann man auch anhand der Schilder erkennen, wie schnell ich fahren darf. Also ihr könnt mir gerne mal ein bisschen was über die Schilder in die Kommentare schreiben. Ich würde es einfach gerne wissen, damit ich das auch erkennen kann, wenn ich hier Mist mache. So, darf ich schon 100 20 fahren, ich habe es irgendwo verpasst. Kann auf jeden Fall jetzt Kette geben. 100 dürfen wir. Dann gehen wir mal voll auf Leistung. Wir haben halt überall diesen schönen Elektrozug mit den Stromabnehmern oben. Da gibt es natürlich auch andere, diese alten Dieselloks, die halt vor allen Dingen bei uns runterfahren, nach Arnsberg, wo halt, naja, sagen wir mal so, das Stromnetz nicht ausgebaut ist über den Zügen. Hat aber auch so seinen Vorteil. So, 14 heißt das, dass ich 140 kann. Ich habe mal irgendwas gehört, dass man das verzehnfachen darf, wenn man dran vorbei ist. Aber gerade keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell diese Züge überhaupt fahren können. Die sind bestimmt, ja, ganz gut dabei. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich irgendwo Signale für mich finde. Ich sehe Vorsignale, die einem schon ankündigen, dass bald ein anderes Signal kommt. Tja, welches wann kommt, keine Ahnung. Aber solange nichts passiert, können wir ein bisschen die Außenansicht genießen. Ich finde das wunderschön. Es war früher immer mein Traum, vorne in einem Zug mitzufahren. Mein Großvater war sogar so ein wie nennt man das? Einer, der halt aufpasst. Oh, mein Zug fährt zu schnell. So ein Schrankenwart. Der musste halt immer aufpassen, dass da nichts passiert. So 3, 2, 1. Das kennt man von der Autobahn. Also mein Opa erst mal zu Ende erzählen. Man muss aufpassen, das musste immer aufpassen. Wenn Zug kam, Schranken runter machen. Und dann den Zug passieren lassen und wieder hoch. Das hat er früher gemacht und hat dann später auch als Schaffner bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Und das war recht interessant. Er hat mir auch damals eine kleine Eisenbahn gekauft. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen die Geschwindigkeit reduzieren. Und dadurch hatte ich meine erste Modelleisenbahn. Fand ich super cool. Ja. Ja gut, jetzt dürfen wir sogar noch ein bisschen schneller fahren. Dann geben wir mal Gas bis zu 120. Da steht eine 40. Da ist grünes Licht. Okay, dieses Overlay zeigt einem schon an, dass wir auf der ganzen Strecke jetzt freie Bahn haben. Das ist ja einfach nur ein gerades Stück. Gerades Stück zu fahren, da dürfte eigentlich einem auch gar nicht so viel entgegenkommen. Man kann theoretisch in diesem Spiel auch einfach sich hinsetzen und einfach die Fahrt von innen genießen. Ja, für alle die einfach nur mal Zug fahren wollten. Ist halt ultra gemütlich.
Und diese Strecke ist auch nicht ganz so langweilig, wie in Amerika einfach zwischen den Bergen herzufahren, sondern man fährt halt einfach mal durch ein paar Städte. Ich habe auch schon das nächste DLC von dem, diese Main-Spessart-Bahn, aber da kenne ich mich halt nicht aus, deswegen wollte ich erstmal das hier fahren, wo ich mich auch ein bisschen auskenne. Da drüben ist übrigens ein Stausee, hätte ich fast gesagt. Das ist ein Wasserwerk. Und da gibt es dann halt, da wird Strom erzeugt, den man Wasser oben vom Berg runter schießen lässt. Na, hier ist dann das Umspann. Ne, ist das hier? Doch, das ist das Umspannwerk dazu. Das heißt, hier wird das Stromprinzip umgearbeitet. Diese gelben Signale, die ihr vorne seht, die gelten nicht für mich. Für mich geht immer das Signal auf der rechten Seite. Es sei denn, man muss ausnahmsweise mal auf der anderen Spur fahren. Das kommt aber eher seltener vor. So, was können wir denn noch für Schönes für Ansicht machen? Wir können ja mal diese Ansicht fahren. Dann können wir noch mal auf der Rückseite fahren. Da ist unser Antriebswagen. Ja, der ist aber irgendwie... Ist der Stromabnehmer denn überhaupt oben? Ja, da ist der Stromabnehmer. Der linke. Und der sorgt halt dafür, dass wir Strom kriegen. Oh. Ja gut, ich hatte ja grünes Signal. Das wussten wir. Wenn ich das jetzt überfahren, wäre es wieder blöd. Und hier ist ja halt jetzt... Dann fahren wir gerade noch durchs Industriegebiet von Hagen. Und müssen jetzt rüber nach Letmathe. Letmathe liegt halt schon ein bisschen... Ja, mehr so im Sauerland. Also so ganz auf Energiezufluss kann man nicht verzichten, denn der verliert schon Geschwindigkeit. Und wir haben es ja eilig, ne? Wir sind ja bei der Deutschen Bahn, wir wollen ja pünktlich sein. Wahrscheinlich wird mich hier Diamond King Tyrallis, den ihr kennt vielleicht aus Pokercraft, wahrscheinlich auslachen, dass ich keine Ahnung von der Bahn habe und was ich hier tue. Aber ich will dieses Spiel einfach spielen, weil ich es schön finde. Ich finde es einfach cool. Guckt euch das einfach an. Hier entlang zu fahren, es ist... Keine Ahnung, ich wollte es schon immer mal selber machen. Ist wunderschön. Ein bisschen die Natur genießen. Und wir müssen halt, ja, im Prinzip den Zug nur hinbringen und dann geht halt im Prinzip die Passagierfahrt los. Ist wahrscheinlich auch nicht das Spannendste, aber ich will einfach ein bisschen die Landschaft genießen. Da ist wieder ein grünes Licht für uns, alles super. Es bleibt alles grün. Guck mal, wir sind 7,5 Kilometer schon gefahren. Yay, das gibt ein Level-Up mit dem Zug. Weiß nicht, was ich davon habe, ob ich da eine andere Lackierung auswählen kann. Ich denke mal, diese Züge werden auch anderswo benutzt oder wurden die nur für die Deutsche Bahn gefertigt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall legen sie sehr viel Wert darauf, dass sie am Anfang sagen, ja, das gibt es dann in der Deutschen Bahn-Lackierung und bla. Okay, nehmen wir mal so hin und gucken uns einfach jetzt mal die Landschaft an. Ich kann auch gar nicht so viel zu sagen, ne? Ich sag einfach, genieß die Fahrt. Ich würde gerne diesen blöden grünen Punkt ausschalten. Kann ich das nicht im Overlay oder so? Wir können auch hier uns außerhalb hinstellen, ja, und den Zug so verfolgen. Ah, tschüss, Zug. War schön mit dir. Hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal wieder. Was haben wir denn noch für Kameraperspektiven? Aha. Ah, so ein Schien. Ah. Das ist der. Okay, der Fahrplan. Ich würde gerne. Ja, es wäre schön, wenn man ein paar Orte eingeblendet kriegen würde. Da ist der Haupt, da ist der Bahnhof Letmathe, aber es kommt doch schon noch vorher was. Aber da kommt gleich so ein Ort. Ein Bahnhof, wo ich natürlich jetzt einfach durchfahre. Ich überlege gerade, Hagen-Iserlohn trennt nicht so viel, aber kommt Letmathe dazwischen? In Iserlohn würde ich halt schon mal gerne aussteigen, den Bahnhof kenne ich auch. Einfach durch Miri. Auch sehr modern eigentlich. Der ist sogar recht schön gemacht. Aber hier ist nur ein Betonwerk. Oder ein Steinwerk auf jeden Fall. Nee, wartet. Ist das... Nee, das wäre falsche Richtung nach Wuppertal. Und ich glaube, das... Oder ist das Holz, was sie da verarbeiten? Ich bin nicht sicher. So gut kenne ich die Strecke dann doch nicht. Fahren tue ich sie halt nicht selber mit dem Zug. Ich kenne halt nur die anliegenden Dörfer. Und ich würde halt gerne so nach Werdohl und nach Iserlohn reinkommen, um mal zu gucken... wie sie das so designt und gestaltet haben. Und dann würde ich halt bis nach Fintrop runter. Da kann ich euch halt auch ein bisschen was zu erklären. Schade, dass die Bahn nicht wie heißt der denn da? Balui. Balui, bereite dich mal besser auf deine Folgen vor. Wie heißt denn der See da, der, wo man da bei Fintrop herfährt? Finnentrop Stausee. Staubsauger, nee, nicht ganz. Stausee. Da ist doch die Bigge. Genau, die Bigge ist das doch, ne? Ja. Klar ist das die Bigge. Louis, sei nicht so dumm. Da fährst du schließlich andauernd her.
Hoffe ich. Da ist auf jeden Fall ein großes Gewässer, so Richtung Olpe. So, und das ist die Biggetalsperre, sag ich doch. Sehr schön. Und jetzt kommen wir... Wo sind wir denn gerade? Habe ich jetzt was verpasst? Bahnübergang muss ich ja eigentlich nichts machen. Das wird, glaube ich, automatisiert gesteuert. Hier ist auch kein Bahnhof. Hier ist auf jeden Fall Industriegebiet. Und wir müssen in Lettmatte ankommen. Da hinten dürfen wir dann nur noch 90 fahren. Aber im Moment haben wir noch volle Fahrt frei. Schön. Einfach, einfach schön gemacht. Ich muss nur diese blöden grünen Punkte loswerden. Ich denke, das erkennen wir auch an den Signalen. Und wenn wir sie nicht erkennen, sind wir halt ein bisschen blind. Das heißt, wir sind gleich in Lettmatte angekommen. Und ich glaube, wenn wir in Lettmatte angekommen sind, würde ich dann erstmal die Aufnahme stoppen. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Wir fahren halt einmal die ganze Strecke ab. Und ja, wenn ihr mir hier noch ein paar Tipps zu geben könnt zur Steuerung, was ich beachten soll oder so, tut das gerne. Hier ist ein Bahnhof. Hier ist ein Bahnhof. Halt! 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 Ich wollte wissen, welcher Bahnhof das ist. Fies! Kann ich aussteigen? Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Nein, falsche Taste. Auch falsch. Verdammt, komme ich jetzt nicht mehr hin. Welcher war denn das jetzt hier? Können wir in den Zug zurückfahren? Ich glaube, das ist verboten. Ich hätte gerne gewusst, wo ich jetzt hier war. Was echt ein bisschen blöd ist. Aber gut, wir sind ja gleich in Lettmate. Das heißt, ich muss da langsam mal vielleicht die Bremse betätigen, denn wir müssen runter auf 90, wenn ich das gesehen habe. Es gibt hier am Rand normalerweise immer eine 9 oder so. Das heißt, ich muss jetzt 90 fahren. So, 90 km/h ab da. Das haben wir aber hingekriegt. Das ist doch schon mal super. Kann man wieder auf Fahren stellen. Ah, Lettmatte ist ja noch 2,5 Kilometer. Haben wir noch ein paar. 18,6. 18 und 6 ist weder die eine Geschwindigkeit noch die andere, wie ich fahren darf. Das muss irgendwas anderes bedeuten. Ich darf ab jetzt hier wieder 100 fahren. Lohnt sich ja fast schon gar nicht mehr, ja, für 2 Kilometer nochmal richtig zu beschleunigen. Aber wenn man darf, dann gib ihm. Los. Beschleunigt halt nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, wenn ich die Bremse einmal betätigt habe, dann denkt er sich halt, I don't care. Ich mache nicht mehr schneller. Irgendwie zumindest nicht über die Tasten. Wow. Haben die aufgepasst. Wo kam der denn her? Solange wir nicht aneinander rasseln, ist alles gut. Ach, die zweite Bremse war noch blockiert. Das ist ja nicht fair. Warum hat der eigentlich zwei Bremsen? Es ist einmal elektrische Bremse und einmal Zugbremse. Das ist eine Motorbremse und das andere eine ja, irgendwie sowas, ne? Eine muss eine Zugbremse, eine elektrische Bremse sein, eine andere ist eine Motorbremse. Irgendwie so. Aber wir sind auch gleich da in Lettmatte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Gibt es ein Navi für Zugführer? Das da wahrscheinlich. Oder man kennt diese Strecken, die man fährt, hat wirklich in- und auswendig. Irgendwie will mein Zug nicht mehr beschleunigen. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Aber wir sind eh so gut wie da. Wir können das jetzt ausrollen lassen. Wir müssen da ja auch langsam mal bremsen, einen halben Kilometer. Ich weiß nicht, wann ein Zug anfängt zu bremsen. Aber ich denke, wir können langsam mal betätigen. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Wir fahren aber noch sehr schnell. Wir fahren ein bisschen viel zu schnell. Hallo, schneller, stärker bremsen. 50. Ah! Stufe 5, 6. Okay, tut mir leid, Passagiere, falls ich... Oh, 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 was? Kriege ich das sogar ziemlich optimal hin? Na? Zählt das schon? Zählt das noch nicht, weil ich noch nicht drauf bin? Das ist fies von euch. Ach, das H mit dem Pfeil heißt bestimmt hier halten, oder? So, volle Leistung, wir sind angefahren. Angekommen. Gut, dann lassen wir jetzt mal die Leute raus. Und ich würde sagen, hier machen wir dann erstmal links entriegeln. Hier machen wir dann erstmal beenden wir erstmal die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir gucken mal weiter. Gucken uns vielleicht den Bahnhof noch an. Kannst du das mal jetzt öffnen? So. Und die Leute können jetzt außen einsteigen. Können uns das auch angucken hier. Ich hoffe, die steigen auf der. Ich habe links geöffnet. Ja.
können die raus. Und wir gucken uns das den Bahnhof dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt schön feurig. Tschüss.